Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Secret of Mana. Ich habe mir eine ganz kurze Auszeit gegönnt und werde euch nun weiter hier durch Turas Schloss begleiten. Wir sind recht erfolgreich gewesen, haben uns bis ans Ende des Schlosses durchgeschlagen und stehen nun vor der bösen, bösen Hexe Tura und wir werden sie jetzt gleich zur Rede stellen. So. Ihhh, Kinder, was wollt ihr hier? Na, wartet! War ein relativ spärliches erwartet, aber immerhin. So, was haben wir hier? Hagen! Ich muss gerade noch diesen Typ zu Tantalus schicken. Wer ist Tantalus? Und der Typ ist weg. Hagen! Was hast du getan, Tura? Wo ist er hin? Warum? Ich habe ihn nur zu den Ruinen bei Pandoria geschickt. Er wurde mir zu lästig. Außerdem reichte meine Magie nicht für ihn. Tantalus wird besser mit ihm fertig. Tantalus? Ja, Tantalus, der Chef einer Organisation, die Pandoria zerstören will. Hm, wie konntest du nur? So bin ich halt. Tantalus hat schon fast sein Ziel erreicht. Bald wird er die Burg von Pandoria erobern. Später dann die ganze Welt. Aber genug geplaudert. Ich verfüttere euch jetzt an meinen süßen Schmusekater. Okay. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Okay, okay. Ich höre nur... Okay. Zwei meiner Begleiterinnen sind schon fast platt. Oh Mann, ich selber bin schon fast platt. Aber Faye... Auweia. Gleich mal heilen. Und oh wow, dass der Typ so krass abgeht. Also jetzt selbst für meine doch etwas überlevelten Verhältnisse. Oh Mann, da hat er mich aber kalt erwischt. Der Typ ist schnell und ich bin K.O. und sollte schnellstmöglich... Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich platt. Ah, nee. Ich sollte mich aber heilen. Feuerhauch, na toll. Und verbrüht auch noch. Das Thema ist durch, würde ich mal sagen. Okay, ich hatte noch mal Glück. Wir schauen, dass wir unsere beiden Begleitungen wieder ans Leben kriegen. Ich selber werde mir eine Tafel Schokolade gönnen. Und jetzt hau ich dir aber eine rein. Und er macht schon wieder Feuer auch auf Lilly, die schon wieder platt ist. Und das Spiel stößt an seine grafischen Grenzen, habe ich den Eindruck. Face auch schon wieder platt. Ja, das sieht alles ganz und gar nicht gut aus. Wir heilen Lilly nochmal. Und ich werde zum Vesper. Okay, Faye tapfer wie eh und je. Und jetzt macht er wieder seinen blöden... Okay. Faye segnet schon wieder das Zeitliche. Ich habe noch dreimal Schokolade. Einmal für Lilly, einmal für mich. Und jetzt mach, was du willst da, du Spasut. Hier gibt's eine mit. Und ich brauche mein Schwert. Lilly nimmt den Bogen und ich nehme mein Schwert. Oh, aua. Das tat jetzt nicht sonderlich gut. Habe ich noch was zum Heilen? Eine Schokolade. Die hebe ich mir für später auf. Okay, es gibt wahrscheinlich kein später. Das ist aber jetzt ganz und gar nicht schön. Lebenswasser habe ich noch einmal. Lilly, steh auf. Schokolade für mich. Und der Kampf wird intensiv. Ja, unser Kollege ist betäubt und ich komme nicht an ihn ran. Oh Mann. Aber jetzt gibt's eine mit. Oha. Das war jetzt wieder nicht sonderlich schön. Okay. Lilly wird zum Festschmaus. Hat sie sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Und auch ja. So viel dazu. Der Kampf ist nicht sonderlich leicht. Und diese Geschichte nimmt ebenfalls ein tragisches Ende. Ich habe zum Glück ein Save State erstellt, den ich aber nicht benutzen werde. Ich gucke jetzt einfach mal, wie gut wir durchkommen.
Es hat sich nicht sonderlich viel getan. Wir gucken, dass wir hier durchkommen. Ich muss auf eine Nahkampfwaffe wechseln. Na, das war verkehrt. Schwört, bitteschön. Dir gebe ich eine mit und wir verkrümeln uns einfach. Hihihihi. Ich bin das so gemein. Hier weg. Wir schmuggeln uns durch und machen das Ganze im Schnelldurchgang. So, die Wand ist weg. Dich hauen wir aus Prinzip. Nö, komm. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf euch. Ich will einfach wieder zum Schmusekatzi. Die beiden Stühle werden sich mir wahrscheinlich gezwungenermaßen in den Weg stellen. Zack, da habt ihr es. Aus euch mache ich. Oh Mann. Das war ja jetzt wirklich nicht nötig, da jetzt noch ein. Aua, aua. Mann! Weg da! So, jetzt muss ich doch tatsächlich noch einen Bonbon verschwenden. Wegen dieser blöden Stühle. Das war so nicht geplant. Ja, auf geht's, Tura. Nochmal, bla bla. Ja, ihr Kinder, was wollt ihr denn erwartet? Ja, Hagen, tschüss, mach's gut. Wir sehen uns dann irgendwann vielleicht wieder. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ja, der Kampf eben verlief trotz der Umstände doch noch relativ flüssig. Wir konnten dem Schmusekater einiges an HP rauben. Ich weiß nicht, ob er im Hard Mode jetzt dann tatsächlich mehr HP hat als im normalen Spiel. Ich hoffe jedoch nicht, denn er ist schon im normalen Spiel unter normalen Umständen recht knackig, um nicht zu sagen bockschwer, aber er stellt sich im Hard Mode doch nicht etwa als eine unüberwindbare Barrikade heraus. Ich meine, was soll dieser Auftritt? Er kommt runtergesprungen wie ein Cannonball. Miley Cyrus wäre neidisch und macht hier erstmal meine komplette Party zunichte. Das finde ich nicht so sonderlich freundlich von dem netten Herrn in Orange und Dunkelbraun. Ich hoffe jedoch, dass er gleich wieder runterkommt. Ich muss meine Begleitung schon wieder heilen. Alle beide sogar, denn die beiden Damen werden ja höchstwahrscheinlich jetzt. Ja, nee. Egal. Da haut Lilly einfach zu. Ja, jetzt haut Faye zu. Nee, die haut nicht zu. Die hat nämlich keine Fernkampfwaffe. Aber jetzt haut sie zu. Oh. Und ich ahne fürchterliches. Ja, das habe ich mir gedacht. Wir wechseln auf Lilly und wechseln doch nicht. Und der Junge ist platt. Das finde ich nicht so sonderlich nett. Ein Gutsalä für ihn. Und Faye, ja, Faye wird wohl das Zeitliche segnen müssen. Denn, ja, jetzt ist es eh zu spät. Hier oben sollte ich. Oh, nein, nein. Wir haben keine Bonbons mehr. Dann nehme ich eben Schokolade. Wo ist er denn? Da ist er. Oh Mann, ich hasse ihn. Ich hasse ihn wirklich. Ich habe ihn schon immer gehasst. Ich werde ihn auch immer hassen. Er ist ein hassenswertes Objekt und ich hasse ihn. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, dass ich diesen Kater nicht sonderlich mag, obwohl ich eigentlich doch schon eher der Katzentyp bin. Und auch Lilly segnet das Zeitliche. Und ich ebenfalls. Ja, was soll das? Warum muss ich bewusstlos werden, wenn die Katze mich überrollt? Diese Geschichte nimmt erneut ein tragisches Ende und sie wird auch noch weitere tragische Enden nehmen. Ich möchte aber nicht mit Safe States arbeiten müssen. Das ist, ja, es macht für mich das Gefühl des Spiels einfach kaputt. Deswegen laufe ich einfach erneut hier durch. Da kommt Mädels, auf geht's. Nahkampfwaffe. Und Faye nimmt den Boomerang. Wir hauen dem Auge eins ins Gesicht, dass es nur so tränt. Und wieder mal die Wand verschieben, dem Auge eins mitgeben. Die Wand verschiebt sich. Na kommt, geh weg da. Und jetzt ein erneuter Versuch beim Schmusekater. Hauen wir den beiden Stühlen eine rein, mitten in die Beine. Diesmal raubt ihr mir hoffentlich kein wertvolles Bonbon. Ja, ein kleiner Sieg. Dura, erzähl uns deine Geschichte erneut. Und bald muss ich wahrscheinlich, wenn ich den Kampf hier noch öfter verkacke, wahrscheinlich tatsächlich immer einen Cut machen und versuchen, den Kampf zu spammen. bis ich es einfach mal packe. Aber
Wir hoffen einfach das Beste. Wenn jemand einen Trick für diesen guten Kater auf Lager hat, bitte schnellstmöglich mitteilen. Und bitte, ja, Tipps wie einfach aufs Gesicht schlagen, vermeiden. Ja, er hat sein Ziel fast erreicht, er will die Burg in Pandoria zerstören, wir werden verfüttert, ja. Und so weiter und so fort. Jetzt aber, geh auf, komm raus, Miezekatze. Vielleicht bringt's was, wenn ich nach oben laufe. Nö, es ist sogar noch schlimmer. Es, um nicht zu sagen, fatal. Hier, für dich. Wir benutzen ein Lebenswasser und ein Bonbon und noch ein Bonbon. Und das ist, glaube ich, alles gerade wieder richtig scheiße. Zack, gibt's eine mit. Freund Nase ist schon wieder fast platt. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das machen. Und ein Bonbon verteilen. Nö, ich wollte auch nicht verzehrt werden. Auf Para, bitte. Und jetzt aber nichts wie weg. Er verpisst sich wieder auf sein Plateau. Ich hasse ihn so sehr. Oh nein, wir werden verspeist. Und wir werden nochmal verspeist. Oh nein. Lilly, du bist unsere letzte Hoffnung. Wie kann er denn bitte Lilly treffen und Faye nicht? Aha, habe ich da etwa ein Muster entdeckt? Nee, habe ich nicht. Ich habe einfach nur saumäßig Glück gehabt. Denn jetzt ist Faye dran. Ja. Gönn dir mal einen kleinen Snack. Und lass mich in Ruhe. Wir spenden beiden Damen etwas zu essen. Und wen ist der da gerade? Oh oh. Lieber Schokolade drauf gehen als Lilly. Und er könnte da einfach weitermachen und ich schlag einfach auf ihn drauf. Ah. Oh nein, er zählt da wieder ab. Wieder auf sein Scheißplateau. Und hoffentlich zaubert er nicht. Doch, er zaubert. Wen trifft's? Okay, es trifft Lilly. Machen wir das gleich weg. Der Feuerhauch lähmt mich nicht nur, er verursacht auch einen gemeinen Schaden über Zeiteffekt, der nicht zu verachten ist. Und kommst du da jetzt runter, du Arsch? Oh, ich hasse ihn so sehr. Ja, er zaubert einfach weiter. Ja! Yes! Bam! Du Penner! Oh Gott, war das gut. Einer der größten Siege meiner Videospielkarriere und ich hoffe, dass mein Programm aufnimmt. Sonst bin ich jetzt leicht angebrütet, um nicht zu sagen angesäuert. Aber trotzdem, Boomerang Orb, der wohl hart verdienteste Boomerang Orb aller Zeiten. Und die Musik, würdig wie immer, ein mächtiger Sieg wurde errungen, der Schmusekater ist besiegt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, denn ich hatte jede Menge Spaß dabei. Lang nicht mehr einen solch intensiven Kampf erlebt. Und ich pumpe vor Adrenalin und kann nicht mehr. Und trotzdem wird es Zeit, dass wir nun Tura einen Besuch abstatten. Und schauen wir mal, was sie uns zu sagen hat zu ihrer Verteidigung. So, die Musik. Ach, ich liebe sie, vor allem wenn ich einen Kampf gewonnen habe. So, Tura! Du fiese Kuh! Was hast du zu sagen? Was wollt ihr noch? Habt Gnade mit mir! Oh, okay. Tantalus hat mich erpresst. Ich hatte keine Heilkräuter mehr. Also hat er mir seine angeboten. Dafür musste ich ihn für ihn die Menschen hier verzaubern. Aber das ist jetzt vorbei. Von nun an bin ich eine nette alte Dame. Wenn ihr nach diesem Hagen sucht, er ist auch bei den Ruinen in Pandoria. Ja, das hat sie uns schon gesagt. Nehmt euch den Inhalt der Schatztruhen. Ich brauche sie nicht mehr. Der Orbschalter im Lavatempel? Ihr betätigt ihn mit einem Wasserzauber. Ich würde euch ja helfen, aber ich habe keine Zauberkraft mehr. Okay. Erstmal plündern. Der armen alten Frau noch alles wegnehmen. Peitsche gefunden. Sehr schön. Eine weitere Waffe für unser Arsenal. Und was haben wir hier?
noch eine Truhe. 50 GM. Alter, du hast einfach nicht genug Kohle hier. Okay, ja. Der Kampf ist überstanden. Alle Gegner im Schloss sollten weg sein. Jedenfalls hoffe ich das. Nicht, dass ich wieder in irgendein Auge renne mit den Ninja-Wölfen von Al-Qaida dabei. Ne, alles in Ordnung. Und ich gehe jetzt, sicherheitshalber, einfach zur Miezekatze und speichere. Oh Mann, war das ein Kampf. Wir haben so gut wie alle Ressourcen aufgebraucht, doch es hat sich bezahlt gemacht. Raffi, ich will speichern. Spielstand speichern. Turas Schloss. Puh, und es hat sich als weise Entscheidung herausgestellt, vorher so viel zu grinden, damit ich genug Kohle für die Lebenswasser habe. Ohne so ein großes HP-Polster hätte ich den wahrscheinlich nicht im dritten Anlauf geschafft. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir beim Sterben zuzusehen. Ja, wird Zeit, dass ich aufhöre. Meine Zunge macht schlapp. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wieder Paras lustige Sterbestunde vorangeht. Dann sehen wir uns wieder, um uns gemeinsam nach Pandoria aufzumachen und dort die alten Ruinen nach diesem fiesen Typ Tantalus zu erforschen. Und wir wollen natürlich wissen, was mit Hagen passiert ist. Ob unsere Lilly ihn jemals wiedersehen wird, erfährt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Bis dahin viel Erfolg weiterhin. Freundliche Grüße von Para.